Ist Deutschland ein reiches Land? Nein, ist es nicht. Zumindest nicht die Bürger. Denn in Europa liegt die Bundesrepublik trotz seiner beeindruckenden Exportüberschüsse nur im Mittelfeld der Vermögensstatistik. Laut der jährlichen EZB-Studie liegt das Geldvermögen der Deutschen mit 65.000 Euro nur minimal über dem Euro-Schnitt. Die Bürger von 18 Euro-Staaten dagegen besitzen mehr als 100.000 Euro. Brisanter Fakt: Das mittlere Vermögen in allen Euro-Krisenstaaten fällt höher aus als in Deutschland. Ein Umstand, der Fragen aufwirft. Doch über die Antwort auf diese Fragen spricht man in Deutschland nicht. Denn sie liegt vor allem darin, dass Deutschland seit fast 100 Jahren systematisch ausgeplündert wird. Schon der Versailler Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg bürdete Deutschland Lasten auf, die nicht zu bewerkstelligen waren. Der Journalist und Historiker Bruno Bandulet hat die fortgesetzte und planmäßige Plünderung Deutschlands in seinem Buch Beuteland penibel recherchiert und dokumentiert. Ich sage ja auch, dass die Plünderung Deutschlands seit 1945, wenn Sie alles zusammennehmen, und bis hin zur EU-Umverteilung und bis zu den gigantischen Haftungssummen für den Euro, Versailles bei weitem in den Schatten stellt. Also das, was allein an Reparationen nach 1945 herausgeholt wurde, war nachweislich mehr als das, was aufgrund des Versailler Vertrages gezahlt wurde. Und die Restzahlung für den Versailler Vertrag wurde übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, erst 2010 geleistet. Aber es waren nur noch kleinere Beträge. Nein, es war definitiv mehr. Aber das ist nicht nur meine Meinung. Also ich erinnere mich, die Londoner Times, Tageszeitung Times, schrieb 1996 über den Vertrag von Maastricht und damit eben über den Euro und über die Währungsunion. Das sei die dritte Kapitulation Deutschlands vor Frankreich, also nach den zwei Kapitulationen am Ende der beiden Kriege. Und es sei schlimmer als die Verträge von Versailles und Potsdam. In den Massenmedien und im öffentlichen Diskurs traut sich kaum jemand offen, eine solche Bilanz wie Bruno Bandulet aufzumachen. In einem Land, dessen Schuldkomplex von allen Seiten gehegt und gepflegt wird, ist das politisch nicht korrekt. Doch das war nach dem Ersten Weltkrieg und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg anders, wie Bandulet recherchierte. So hat beispielsweise der Spiegel 6 Jahre nach Kriegsende den Aberwitz und den Raubzug der Nachkriegsreparationen gegeißelt und offen den Missbrauch von Wiedergutmachungszahlungen angeprangert. 1952 forderte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel sogar, es sei Aufgabe der Bundesregierung, der aufgelaufenen deutschen Gesamtschuld von damals 4,5 Milliarden Dollar eine deutsche Gegenrechnung aufzustellen. Zu dieser geforderten Gegenrechnung kam es aber nicht. Aufstellungen, wie vom Spiegel gefordert, machten dafür begeisterte amerikanische Journalisten. Zum Beispiel Lester Walker in der Zeitschrift Harper's Magazine. Schon im Oktober 1946 beschrieb Walker, welche Schatztruhe sich für die amerikanische Industrie auftat, deren Vertreter zum Abschöpfen des deutschen Know-hows nach Europa geschickt wurden. Alleine die Laborgeheimnisse des damaligen Unternehmens IG Farben sprechen Bände. Zitat: Die Sammlung enthält die Herstellungsanleitungen und geheimen Formeln von über 50.000 Farben. Viele sind Farben, die wir niemals herzustellen imstande wären. Für die amerikanische Farbenindustrie wird das einen Fortschritt von mindestens 10 Jahren bedeuten. Niemals zuvor, so schrieb der Spiegel 1951 über die geraubten deutschen Firmen und Forschungsgeheimnisse, wurde eine derart große Sammlung von Herstellungsgeheimnissen, Verfahren und Rezepturen zusammengetragen und geraubt. Die Liste umfasste alles, von Brennstoffen, Metallerzeugnissen, Textilien,
chemische Stoffe, Drogen, Farben, Maschinen, Überschallraketen und einen Bomber, der in 250 Kilometer Höhe in 40 Minuten von Deutschland nach New York geflogen wäre. Kein Wunder, dass von den Siegermächten schon in den ersten Monaten nach dem Zweiten Weltkrieg tonnenweise Patente, Warenzeichen, Handelsmarken und Firmengeheimnisse aus Deutschland weggeschafft wurden. Das bestätigt der Autor und Journalist Thomas Mehner, der sich seit mehr als 30 Jahren intensiv mit historischen und technologiegeschichtlichen Themen beschäftigt. Seit den 90er Jahren untersucht er insbesondere die streng geheime Nuklearwaffen- und Fernraketenproduktion des Dritten Reiches im Raum Thüringen. Die Amerikaner haben also sozusagen das Zentrum dessen, was man als Patentamt bezeichnen kann, komplett in die Staaten transferiert. Sie selber haben von Evakuierung gesprochen. Der Begriff Evakuierung schließt aber eigentlich ein, dass das, was man in Sicherheit bringt, irgendwann demjenigen, dem es gehört, auch wieder zurückerstattet wird. Das haben sie natürlich nicht gemacht. Und man muss wissen, dass neben den Patenten, die im deutschen Patentamt lagen, einige 10.000 Auslandspatente und auch die Patente, die sich in der Anmeldungsphase befanden, alle von den Amerikanern übernommen worden sind. Man spricht summa summarum von 1 Million Patenten. Das heißt, das gesamte Wissen der deutschen Wissenschaft und Technik oder überhaupt der deutschen Bevölkerung oder des deutschen Volkes sind in die USA völkerrechtswidrig überführt worden. Und dort hat man diese Patente auszuwerten versucht und hat unter anderem, darin gipfelte das zum Schluss, auch Maßnahmen ergriffen, dass man nach dem Krieg, lange Jahre nach dem Krieg, an deutsche Firmen Patente verkauft hat, die im Ursprung von Mitarbeitern früherer Jahre dieser Firmen angemeldet worden waren. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die beschlagnahmten Patente und Dokumente sollen allein in den ersten Monaten nach Kriegsende einem Papiergewicht von mehr als 110.000 Tonnen entsprochen haben. Als die Unterlagen von den Siegermächten gefilmt, kopiert und auf Mikrofilm gespeichert waren, wurden sie unter anderem in der Kongressbibliothek in Washington der US-Industrie zugänglich gemacht. Forscher, Entwickler und Designer amerikanischer Firmen standen dort zum Kopieren Schlange. Allein bei der Textilproduktion, so konnte man im Spiegel 1951 nachlesen, hätten die Patente so viele Neuerungen offenbart, dass den amerikanischen Ingenieuren etwas schwindlig wurde. Darüber hinaus haben die Amerikaner auch einen gewaltigen Informations- oder Wissenssprung erlebt. Durch Informationen aus den Bereichen Atomforschung, Raketentechnik, Flugzeugtechnik und dergleichen. Und genau genommen kann man überhaupt nicht abschätzen, was dort alles rübergegangen ist, weil, wie gesagt, viele Patente, die zum Beispiel in der Anmeldungsphase waren, ja gar nicht offengelegt worden sind, worum es dabei ging. Also wir haben da eindeutig keine Informationen und können das Ganze nicht abschätzen. Viele Erfindungen, von denen wir heute profitieren, zum Beispiel LED-Technik, Mikrochips, alles, was also wirklich unter Computertechnik im weitesten Sinne des Wortes zusammenzufassen ist, das geht in seinen Grundlagen auf deutsche Entwicklung und Patente zurück. Das Wissen der Deutschen wurde so umfangreich bewertet und eingeschätzt, unter anderem von Vertretern britischer Militär- oder Regierungsstellen als auch der amerikanischen. Und einige von denen haben gesagt, dass die Deutschen auf manchen Gebieten einen Wissensvorsprung von 100 Jahren erarbeitet hätten. Eine rechnerische Zahlenbilanz wurde von den Siegermächten wahrscheinlich aus gutem Grund nie gezogen. Also nie zuvor wurde ein modernes Industrieland so gründlich ausgeplündert. Und es war natürlich auch ein Hauptzweck des Sieges über Deutschland. Geregelt wurde all dies im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945, das unter anderem die politische und geografische Neuordnung Deutschlands, seine Entmilitarisierung, der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern sowie die von Deutschland zu entrichtenden Reparationen festschrieb.
Das Potsdamer Abkommen sah vor, dass jede Besatzungsmacht ihre Reparationsansprüche durch Demontagen und Sachlieferungen aus ihrer eigenen Besatzungszone befriedigen sollte. Eine Höhe wurde allerdings nicht festgelegt. Die Reparationsleistungen der späteren DDR an die Sowjetunion geschahen bis 1948 hauptsächlich durch Demontage von Industriebetrieben. Davon betroffen waren bis zu 2400 der wichtigsten Betriebe innerhalb der sowjetischen Besatzungszone. Bis März 1947 wurden zudem 11.800 Kilometer Eisenbahnschienen demontiert und in die Sowjetunion verbracht. Damit wurde das Schienennetz bezogen auf den Stand von 1938 um fast 50% reduziert. Als die Reparationen in der DDR 1953 für beendet erklärt wurden, hatte die sowjetische Besatzungszone bis dahin die höchsten im 20. Jahrhundert bekannt gewordenen Reparationsleistungen erbracht. Im Zuge des Potsdamer Abkommens wurde 1946 auch das deutsche Auslandsvermögen beschlagnahmt. Außerdem wurden die Devisenbestände eingezogen. Die Wertberechnung dieser Entnahmen ist schwer feststellbar und natürlich umstritten. So gibt es Schätzungen allein für das Auslandsvermögen von bis zu 20 Milliarden Reichsmark. Hinzu kamen noch Zwangsexporte, die es den Siegermächten ermöglichten, deutsche Agrarprodukte und Industriegüter zu Spottpreisen einzukaufen. Sie diktierten einfach Niedrigstpreise. Ein Beispiel. Bei einem Weltmarktpreis von 30 Dollar wurde Ruhrkohle in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg für 10,50 Dollar ausgeführt, um Hochöfen und Haushalte in Frankreich, Großbritannien, den USA und der Sowjetunion zu heizen. Teilweise wurden die Zwangsexporte überhaupt nicht bezahlt. Aber was Deutschland seltsamerweise vor allem liefern musste, waren Rohstoffe. Wenn es ja normalerweise umgekehrt war, Deutschland war ja eigentlich nie ein rohstoffexportierendes Land. Also beispielsweise mussten diese westlichen Besatzungszonen nach 1945 sehr viel Kohle ans Ausland liefern. Die Kohle war damals der primäre Energieträger, wie heute das Öl. Und bezahlt wurden dann diese Kohleexporte, die übrigens gefehlt haben natürlich in Deutschland, und zwar bitter gefehlt haben, sowohl zum Heizen als auch für die Industrie, die wurden bezahlt im Schnitt mit der Hälfte des Weltmarktpreises oder noch billiger. Und dasselbe war auch der Fall mit den Holzexporten. Ich meine, die deutschen Wälder wurden ja flächendeckend abgeholzt, auch der Schwarzwald. Und auch das wurde natürlich viel, viel zu billig bezahlt. Es waren also nicht nur Zwangsexporte, sondern auch Exporte, die nicht korrekt abgerechnet wurden. Aber die Kriegsgewinner begnügten sich nicht nur mit Know-how, Anlagevermögen, Devisen und Rohstoffen, um deutsches Wissen und Forschungserkenntnisse komplett abzuschöpfen. Vor allem die USA organisierte im Rahmen des Projektes Paperclip die stabsmäßige Überführung deutscher Wissenschaftler in die USA. Allein im Hotel Wittelsbacher Hof in Bad Kissingen wurden demnach zeitweise 120 deutsche Spezialisten festgehalten, um sie in die USA zu überführen. Bis zur Visumerteilung blieben die Wissenschaftler in militärischem Gewahrsam. Aufgrund mangelnder Perspektiven im eigenen Lande übersiedelten die meisten freiwillig. Die Entnazifizierung wurde ihnen zudem weitgehend erspart. Als Paradebeispiel hierfür gilt Werner von Braun, erster deutscher und später US-amerikanischer Raketeningenieur, der als Wegbereiter der Raketenwaffen und der Raumfahrt gilt. Mit seinem Wissen verhalf Werner von Braun den USA zu ihrer erfolgreichen Mondlandung 1969. Ja, also Stichwort Werner von Braun, der ja dort dann die Raumfahrt aufgebaut hat in den USA. Sie haben zunächst mit Spezialeinheiten überhaupt mal festgelegt, wer interessant ist von den deutschen Wissenschaftlern, dann wo er sich aufhält. Und dann gab es spezielle Trupps, die diese Wissenschaftler gesucht haben und zunächst mal festgesetzt haben. Die wurden also zunächst inhaftiert.
Viele waren zeitlang in Oberursel und dann wurden sie in die USA geschafft. Das war zunächst auch in der amerikanischen Öffentlichkeit unbekannt. Es gab auch Widerstände natürlich, weil amerikanische Wissenschaftler die Konkurrenz auch gefürchtet haben. Es war, sagen wir so, weitgehend freiwillig, im Gegensatz zu den Russen, die einfach die verschleppt haben. Und, aber russische Agenten waren auch in Westzonen unterwegs. Es gab sogar eine Konkurrenz zwischen französischen Geheimdiensten und amerikanischen Geheimdiensten. Beispielsweise hier in Bad Kissingen in einem Hotel waren deutsche Wissenschaftler interniert, also von den Amerikanern interniert, auch bewacht von amerikanischen Soldaten. Da soll auch Werner von Braun dabei gewesen sein. Und eines Nachts kamen französische Geheimdienstagenten, haben die amerikanischen Wachen ausgetrickst und sind dann in die Schlafräume gegangen und haben versucht, deutsche Wissenschaftler abzuwerben und so weiter. Also da wurde wirklich eine Jagd gemacht. Wobei die Engländer übrigens sehr früh dran waren, noch vor den Amerikanern, und auch Nobelpreisträger nach England geschafft haben. Aber man muss auch sagen, es war nur teilweise zwangsweise, weil als deutscher Wissenschaftler hatte man keine Zukunft mehr 1945. Auch deswegen, weil viele Branchen verboten waren. Natürlich war die Forschung im Bereich Luftfahrt, Raketen komplett verboten, sodass ich als Wissenschaftler eigentlich nur in den USA weiterarbeiten konnte. Die Bedeutung von Werner von Braun kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Also man muss dazu wissen, dass Werner von Braun sicherlich ein Opportunist war. Also er hat sein Fähnchen nach dem Wind gehangen. Also es ist ja bekannt, er war SS-Offizier, er trug die schwarze Uniform. Er hat sich für den Bau der V2 stark gemacht, mit der also gegnerische Städte bombardiert worden sind und viele, viele Leute dabei ums Leben kamen. Und man hat dann aber später auch festgestellt, als der Krieg zu Ende war, hat er ganz schnell auf die amerikanische Seite gewechselt, weil er der Meinung war, seine Träume von dem Mondflug oder überhaupt von der Raumfahrt bei den Amerikanern am allerbesten umsetzen zu können. Es gibt Filmaufnahmen, da sieht man ihn in Garmisch-Partenkirchen. Er hatte vorher den Arm gebrochen, da steht er also so da und raucht Zigaretten und grinst und lacht in die Kamera rein. Das ist eine wahre Freude. Also für jemanden, der eigentlich ein deutscher Kriegsgefangener der Amerikaner war, sind solche Bilder eher untypisch, aber der hat gewusst, es geht mit ihm weiter und es geht mit ihm weiter bergauf. Und was er dann eigentlich wollte und konnte, das hat er ja innerhalb des Apollo-Mondprogramms bei den Amerikanern auffälligerweise demonstriert. Also seine Vergangenheit hat während seiner Erfolgsphase in den USA überhaupt keine Rolle gespielt. Und später, wenn da Fragen kamen, sind die in der Regel immer verdrängt worden. Ich bin mir absolut sicher, dass nur durch Zuhilfenahme der deutschen Wissenschaftler und Techniker die Amerikaner überhaupt das Fliegen mit Raketen gelernt haben. Also Sie sehen das jetzt, es gibt ja ein gar nicht so altes Beispiel. Unter dem amerikanischen Präsidenten Obama sollte ja nochmal ein neues Mondfahrtprogramm aufgelegt werden. Also man wollte anhand der Saturn V nochmal eine Trägerrakete entwickeln und man wollte da nochmal ein bemanntes Raumschiff zum Mond schicken. Und dann hat man festgestellt, wir haben nicht mehr die Leute, wir haben viele Archivunterlagen und technische Unterlagen angeblich nicht mehr verfügbar und da wurde das ganze Projekt wieder abgesagt. Und daran erkennen Sie den Einfluss der damaligen deutschen Wissenschaftler und Techniker. Hätte es die nicht gegeben, die Amerikaner hätten nie darüber nachdenken können, zum Mond zu gelangen. Also das war nur mit deutscher Hilfe möglich. Mehrere tausend deutsche Wissenschaftler wurden von den Siegermächten bis in die 50er Jahre abgeschöpft. An belastbaren Zahlen lassen sich die intellektuellen Reparationen kaum aufhängen. Laut Schätzungen haben sie sich auf bis zu 25 Milliarden deutsche Mark summiert. Umgerechnet auf heutige Kaufkraft ließe sich dies vorsichtig geschätzt auf 250 Milliarden Euro ansetzen, so Bandulet.
In der sowjetischen Zone verschlangen die Besatzungskosten im Jahr 1946 ca. 49% des Bruttosozialprodukts. In der französischen Zone wurden sogar 67% der Staatseinnahmen an die Besatzer abgeführt. Erst im Mai 1955 wurde die Besatzung beendet. Doch die Alliierten wollten den Fehler, den sie mit dem Vertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg gemacht hatten, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wiederholen. Der Vertrag von Versailles konstatierte die alleinige Verantwortung Deutschlands und seiner Verbündeten für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und verpflichtete es zu Gebietsabtretungen, Abrüstung und Reparationszahlungen an die Siegermächte. Erst nach ultimativer Aufforderung unterzeichnete Deutschland am 28. Juni 1919 unter Protest den Vertrag, da die deutsche Delegation von den Verhandlungen ausgeschlossen war. Das Schlagwort vom Versailler Diktat machte die Runde. Das Deutsche Reich wurde allein schon durch die territorialen Abtretungen in seiner Wirtschaftskraft erheblich geschwächt. Die Weimarer Republik verlor große Gebiete an Frankreich und an den neuen polnischen Staat sowie sämtliche Besitze in Übersee. Große Teile seiner Schwerindustrie wurden somit getroffen. Deutschland verlor 80% seiner Eisenerzvorkommen, 28% seiner Steinkohleförderung und 40% der Hochöfen. Der Verlust Posens und Westpreußens verringerte die landwirtschaftliche Nutzfläche um 15%. Die deutsche Bevölkerung verringerte sich um 7 Millionen Menschen, was 11% der Gesamtbevölkerung entsprach. Durch den Verlust von 90% der Handelsflotte wurde der deutsche Außenhandel stark beeinträchtigt. Zudem war den Deutschen eine Reparationslast aufgebürdet worden, deren endgültige Höhe erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden sollte. Diese unverhandelbaren Friedensbedingungen wurden von den Deutschen als pure Demütigung empfunden. Viele Historiker sehen im Vertrag von Versailles daher eine wichtige Ursache für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Ja, Sie haben absolut begriffen, was nach 1918 falsch gemacht wurde mit dem Versailler Vertrag. Damals wurde einseitig oktroyiert eine Gesamtsumme von 132 Milliarden Goldmark. Die war aber nicht einzutreiben, weil die Weimarer Republik das nicht verdienen konnte. Denn die Weimar durfte ja nicht in der eigenen Währung zahlen, sondern sie musste in Devisen und Gold zahlen. Und das hätte Außenhandelsüberschüsse bedingt. Und da die nicht groß genug waren, war das einfach nicht aus eigener Kraft zu leisten, sondern die Reparationen wurden dann teilweise bezahlt aus Krediten, die aus Amerika kamen. Und so kam dieses ganze Kreditkarussell in Gang in der Zwischenkriegszeit. Und das war mitverantwortlich dafür, dass Deutschland nach dem Börsenkrach 29 an der Wall Street in diese riesige Depression gestürzt ist. Und die Depression mit der Massenarbeitslosigkeit war wiederum Voraussetzung für den Aufstieg Hitlers. Also man hat mit der damaligen Form der Reparationen das ganze Weltfinanzsystem in Unordnung gebracht, und das sollte man nicht wiederholen. Und deswegen war die Herangehensweise nach 1945 eine völlig andere. Diesmal sollte Deutschland zwar wieder zur Ader gelassen werden, doch nicht über die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit hinaus. Die Alliierten ließen demzufolge wenigstens so viele Betriebe intakt, wie man brauchte, um die von der Bevölkerung benötigten Güter herzustellen. Um ein geschwächtes Deutschland aber gleichzeitig stark genug als Bollwerk gegen die Sowjetunion positionieren zu können, legten die USA 1948 den Marshallplan auf. In der Geschichtsschreibung der Siegermächte wurde der Marshallplan als großzügige Hilfe Amerikas verewigt, als ein Hilfspaket, das das spätere Wirtschaftswunder möglich machte. Bandulet widerspricht dieser Darstellung. Ja, das ist eine von vielen Legenden, die ich widerlege, aber die bis heute zur offiziösen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zählen.
Ich meine, es war kein geringerer als Ludwig Erhard, der gesagt hat, der Marshallplan war nicht verantwortlich für das Wirtschaftswunder. Er hat auf einigen Sektoren natürlich geholfen, aber man muss sich auch die Größenordnung vorstellen. Der Marshallplan wurde ja für ganz Westeuropa errichtet, auch um die sowjetische Gefahr einzudämmen und die europäische Wirtschaft wieder aufzubauen. Es war eine Gesamtsumme von 14 Milliarden Dollar und davon bekam Deutschland, also die Westzone, 1,4 Milliarden Dollar auf Kredit. Das war 10%. Frankreich bekam 20% und die Wirkung war vergleichsweise gering. Also Sie können im Einzelnen wirklich nachweisen, dass die Behauptung, der Marshallplan hätte Deutschland aufgebaut, genauso falsch ist wie die spätere Behauptung, die Türken hätten das Wirtschaftswunder in Deutschland ermöglicht. Das stimmt alles nicht in der Form. Nachdem das Land in Trümmern lag und wieder aufgebaut werden musste, brach der Wirtschaftsboom aus. Es muss jedoch deutsche Gründe für den Nachkriegsaufschwung gegeben haben. Darunter die freie Marktwirtschaft, die Abkehr vom Dirigismus und die harte deutsche Mark, welche die Exportwirtschaft ankurbelten. Bandulets Fazit lautet daher: Der Marshallplan half, aber das Wirtschaftswunder gelang aus eigener Kraft. Denn trotz der schwierigen Ausgangslage nach der bedingungslosen Kapitulation im Mai 1945 kam der Wiederaufbau schon vor der Währungsreform von 1948 gut voran. Da sich der Kalte Krieg bereits abzeichnete, wurden die Wirtschaftshilfen der USA ausgeweitet, Restriktionen gelockert. Schon Ende der 1940er Jahre begann in Westdeutschland ein dynamischer wirtschaftlicher Aufschwung, der fast ununterbrochen bis zur Ölpreiskrise im Jahr 1973 anhielt. Durch die gute Gewinnentwicklung stieg die eigen- und innenfinanzierte Investitionsbereitschaft sprunghaft an. Das Wirtschaftswunder machte aus Deutschland unerwartet schnell wieder ein zahlungskräftiges Land. Und das weckte neue Begehrlichkeiten. Naja, zunächst kam ja 1953 das Londoner Schuldenabkommen. Das ist auch so ein Kapitel für sich, weil es auch in der wissenschaftlichen Literatur falsch dargestellt wird. Es wird so getan, als hätten die Westmächte der Bundesrepublik wahnsinnig viele Schulden erlassen. In Wirklichkeit war der größere Teil dieser 14 Milliarden, die bezahlt, rund 14 Milliarden, die bezahlt werden mussten, waren private Schulden aus der Vorkriegszeit. Seit wann ist ein Staat für private Schulden zuständig? Das gibt es ja heutzutage überhaupt nicht. Das war also ein Sonderfall. Aber gut, es wäre noch teurer ausgefallen, wenn sich die Westmächte hätten vorstellen können, wie das Wirtschaftswunder verläuft. Mit dem Wirtschaftswunder kamen ja die deutschen Exportüberschüsse und dann auch zum ersten Mal wieder deutsche Devisenreserven. Das Londoner Schuldenabkommen wurde 1953 für die Regierung Adenauer von dem Bankier Hermann Josef Abs ausgehandelt und regelte die Zahlungsverpflichtungen Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Es betraf unter anderem die Rückzahlung deutscher Vor- und Nachkriegsschulden, enthielt aber immer noch keine abschließende Regelung der Reparationen. Letztendlich setzte man in London Zahlungen bis 1994 von 14 Milliarden D-Mark fest. Davon entfielen knapp 4 Milliarden auf öffentliche Schulden aus der Zeit vor 1945. Die wieder liquide Bundesregierung unter Adenauer nahm Ende der 50er und Anfang der 60er Jahre die Dinge aus moralischer Verpflichtung heraus selbst in die Hand. Es wurden pauschale Entschädigungsabkommen mit 11 westeuropäischen Staaten mit einem Gesamtvolumen von 876 Millionen D-Mark abgeschlossen. Frankreich beispielsweise erhielt 400 Millionen und Griechenland 115 Millionen. Und dann unter der Regierung Brandt kamen die Abkommen mit den osteuropäischen Ländern, mit Tito und so weiter, wobei Jugoslawien also die Unverschämtheit besaß, in die eigenen Opfer ja auch noch die Deutschen einzurechnen, die von den jugoslawischen Partisanen umgebracht wurden.
Es wurde dann also, je reicher und wohlhabender Deutschland wurde, umso größer die Forderungen. Und das lief, das ist selbst bis heute noch nicht ganz ausgestanden, siehe auch die wiederholten Reparationsforderungen Griechenlands. Eine valide Bilanz aller Kriegsreparationszahlungen nach 1945 ist zwar unmöglich, denn nicht einmal die Bundesregierung vermag genaue Zahlen zu liefern. Aber im Verhältnis waren es mehr als nach dem Ersten Weltkrieg und mehr als die 20 Milliarden Dollar, die Stalin auf der Konferenz von Potsdam für die Sieger gefordert hatte. Also ich komme, wenn ich alles zusammennehme, nach heutiger Kaufkraft auf mindestens 1000 Milliarden Euro. Wie schwer das zu berechnen ist, zeigt allein das Problem der deutschen Zwangsarbeiter. Thematisiert wurden ja in Berlin nur Zwangsarbeiter, die für Deutschland gearbeitet haben. Aber umgekehrt, und zwar nach dem Krieg, waren das 2 Milliarden Arbeitstage deutscher Zwangsarbeiter. Aber wie wollen Sie das berechnen? Der renommierte Schweizer Historiker Jörg Fisch beziffert die Leistungen Gesamtdeutschlands für den Zeitraum von 1945 bis 1988 inklusive der Besatzungskosten auf 50,5 Millionen Dollar auf der Basis der Kaufkraft von 1938. Nach heutigen Maßstäben wäre es das 19-fache, was ziemlich genau 1.000 Milliarden Dollar entspricht. Allerdings enthält die von Fisch berechnete Summe weder den Raub geistigen Eigentums, noch die Arbeitsleistung der deutschen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, noch den Wert der abgetrennten Ostgebiete. Fisch spricht von gewaltigen Leistungen. Nach 1953 sei die Belastung deutlich zurückgegangen. Aber auch in der Periode bis 1988, also bis kurz vor der Wiedervereinigung, habe ebenfalls kein anderer Staat auch nur entfernt vergleichbare Leistungen erbracht. Auch der 2+4-Vertrag von 1990, der die deutsche Wiedervereinigung regelte, laut Bundesregierung handelt es sich hierbei um eine friedensvertragsähnliche Vereinbarung, klammert die Reparationsfrage immer noch aus. Die Regierung Kohl sah darin allerdings einen Erfolg und hält das Thema nun für erledigt. 1988 wurde von der Bundesregierung somit die letzte Schuldrate für den Zweiten Weltkrieg beglichen und nach 92 Jahren, am 3. Oktober 2010, auch das Kapitel Erster Weltkrieg mit der letzten Rate endgültig finanziell abgeschlossen. Österreich und Japan kamen im Übrigen unvergleichlich besser davon. Ihnen wurden nur minimale Reparationen auferlegt. Griechenland war in den letzten 200 Jahren 4-mal Staatsbankrott. Das auch heute extrem verschuldete Land wurde seit 2010 von der Europäischen Union mit 3 Hilfspaketen unterstützt, um die nächste Staatspleite abzuwenden. Doch kaum jemand erwartet, dass Athen jemals seine Schulden tilgen kann. Dennoch hat die Regierung Merkel darauf bestanden, immer weitere Milliarden für Griechenland aufzubringen. Denn das NATO-Mitglied soll mit allen Mitteln in der EU gehalten werden, um keinen Domino-Effekt auszulösen, der die EU sprengen könnte. Der Internationale Währungsfonds verlangt daher einen Schuldenschnitt und diesen hauptsächlich auf Kosten Deutschlands. Bisher wollte die Bundesregierung in Berlin diesem aber nicht zustimmen. Noch nicht. Sie fürchtet Proteste in der Bevölkerung und damit empfindliche Verluste bei der Bundestagswahl. Was hier im Namen Europas geschieht, ist laut Bruno Bandulet nichts als eine immer stärkere Übertragung nationaler Souveränitätsrechte an die Behörden in Brüssel. Das Resultat dieser andauernden Zentralisierung ist eine Transferunion, in der die Demokratie ausgehebelt wird und die reichen Länder in Mittel- und Nordeuropa, allen voran Deutschland, immer mehr zahlen. Bekanntlich hat ja Ludwig Erhard frühzeitig davor gewarnt, dass die europäische Integration zu einer Subventionswirtschaft führen könnte. Er hat auch vor dem Euro gewarnt. Das hat er für ein völlig falsches Projekt gehalten. Und man muss sagen, in den ersten Jahrzehnten der EWG, so hieß ja die EU früher,
Das fing an mit dem Kerneuropa der 6 Länder und dann wurde erweitert um England und so weiter. Wurden große wirtschaftliche Erfolge erzielt und die waren dem Freihandel zu verdanken, dem Abbau der Zollschranken und dann kam schließlich der Binnenmarkt. Und das war die Zeit, in der die europäische Integration nicht nur erfolgreich war, sondern auch akzeptiert wurde von den Völkern. Also ihre Legitimität war unwidersprochen. Dann geriet dieses ganze Projekt mit dem Vertrag von Maastricht 1990, 91 auf die schiefe Bahn. Und seitdem haben wir peu à peu, nicht wahr, eine völlig andere EU bekommen, mit einer riesigen Bürokratie, mit einer unüberschaubaren Kommission, mit einem Rechtsbestand, der inzwischen 95.000 Seiten umfasst, die ja also ein Mittelständler in Deutschland gar nicht kennen kann. Es ist zugeschnitten auf die Großkonzerne, die ihre eigenen Rechtsabteilungen haben. Also dieses ganze Projekt geriet in die Hände einer Koalition, wie ich es nenne, von Großkapital und linken Internationalisten. Also die EU, wie sie sich in den 90er Jahren entwickelt hat, also auch weg von der Demokratie und auch weg von den Verträgen. Sie lebt ja heute weitgehend außerhalb der Verträge, die sie sich selbst gegeben hat. Der berühmte Vertrag von Maastricht wurde am 7. Februar 1992 vom Europäischen Rat unterzeichnet und stellt den bis dahin größten Schritt der europäischen Integration seit der Gründung der europäischen Gemeinschaften dar. Im Mittelpunkt des Vertrages stehen insbesondere die Bestimmungen zur Schaffung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und er regelt die Kriterien und den Zeitplan für die Einführung des Euro als Gemeinschaftswährung. Der bekannte britische Historiker Niall Ferguson gilt als Spezialist für Finanz-, Wirtschafts- und europäische Geschichte sowie als Experte für die Familiengeschichte der Rothschilds und hat einen Lehrstuhl an der renommierten Harvard University. Ferguson hat die Rolle Deutschlands als Hauptfinanzier der Europäischen Union so auf den Punkt gebracht. Zitat: Wenn man sich die europäische Integration als ein einvernehmliches System von Kriegsreparationen vorstellt, so entsprechen die Leistungen Deutschlands etwa denen, die ihm nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag aufgebürdet wurden. Also unter dem Strich, besonders stark stiegen ja die Nettozahlungen. Netto, weil Deutschland ja auch Subventionen von der EU kriegt. Das ist aber ein Kapitel für sich. Also netto sagt, wie viel unter dem Strich wirklich abfließt aus Deutschland. Und das waren im letzten belegbaren Jahr 15,5 Milliarden Euro. Es schwankt. Es war besonders viel unmittelbar nach der Wiedervereinigung. Also in den Jahren nach der Wiedervereinigung hat Deutschland die gesamte EU-Finanzierung netto zu über 70% übernommen. Das war natürlich eine Art Abschlagszahlung für die Wiedervereinigung, weil die Widerstände gegen die Wiedervereinigung waren sehr groß. Es ist deswegen natürlich auch seltsam, weil ja nach der Wiedervereinigung sehr, sehr viel Geld aufgebracht werden musste für die ehemalige DDR. Und trotzdem hat die Regierung Kohl so viel geleistet. Aber um eine Gesamtzahl zu nennen, wenn ich das erste Jahr nach der Wiedervereinigung nehme, 1991 bis 2014, das ist das letzte Jahr, für das Zahlen vorliegen, und wenn ich es nach heutiger Kaufkraft berechne, hat Deutschland seit 1991 netto rund 300 Milliarden Euro in die EU reingesteckt. Das ist schon gewaltig, schon eine gewaltige Summe. Und
Das kann durchaus mit Reparationen verglichen werden. 2015 wurden netto 14,3 Milliarden nach Brüssel überwiesen. Das ist doppelt so viel wie der Nettobeitrag Frankreichs. Die französische Tageszeitung Le Figaro ging sogar so weit, den Vertrag von Maastricht mit dem Vertrag von Versailles zu vergleichen. Ein Vergleich, der als ziemlich weit hergeholt gewertet worden wäre und zu heftigen Reaktionen geführt hätte, wäre er aus Deutschland gekommen. Interessant ist, dass der Vergleich eben von französischer Seite stammt. Was sich dahinter verbirgt, nicht, ist die französische Überzeugung, dass sie das bekommen haben, was sie wollten, nämlich die Entmachtung der Bundesbank und das Ende der deutschen Mark. Es war also ein deutscher Verzicht und ein deutsches Opfer, das der Figaro vergleicht mit Versailles, auch wenn es natürlich zwei völlig andere Sachen sind. Nicht? Aber es war meiner Ansicht nach die gravierendste Fehlentscheidung der deutschen Politik seit 1945. Mit unabsehbaren Folgen, schon vor der Wiedervereinigung, waren ja die deutschen Beiträge für weit über die Hälfte der EU-Umverteilung verantwortlich. Ne? Oder nehmen Sie Griechenland. Ich meine, dasselbe Griechenland, das jetzt im Zuge dieser Eurokrise immer wieder mal enorme Reparationen von Deutschland verlangt, obwohl sie nach 1945 bereits Reparationen bekommen haben, hat im Zuge dieser EU-Umverteilung, die Ferguson also mit der Kriegsreparationen vergleicht, eine Menge Geld aus Deutschland bereits bekommen. Ich habe diese Zahlen ja auch belegt in meinem Buch. Griechenland ist 1981 der EU beigetreten. Und seitdem bezieht Griechenland ja Nettozahlungen aus Brüssel. Und von diesen Nettozahlungen hat Deutschland seit 1981 bis heute etwas mehr als die Hälfte aufgebracht. Kam aus Deutschland. Natürlich ist es eine Art Reparationsersatz. Und es sind übrigens jetzt nominal über 50 Milliarden Euro, die Griechenland so nebenbei bekommen hat, ohne dass darüber gesprochen wird. Ich meine, die Bundesregierung hat auf diese Reparationsforderungen aus Athen nie damit reagiert, dass sie gesagt hat, hier, ihr habt schon über die EU so und so viel bekommen. Davon wird überhaupt nicht gesprochen. Und das ist alles ohne Euro-Rettung. Ohne Euro-Rettung. Diese ganze Haftung, auch des deutschen Steuerzahlers gegenüber Griechenland, die ist ohnehin verloren. Das sind dann noch höhere Beträge, nicht wahr? Das ist alles irgendwie unbekannt, es wird auch nicht thematisiert, auch in den deutschen Medien, sie lesen einfach nichts drüber. Dass Griechenland die fiskalen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Beitritt zum Euro nicht im geringsten erfüllt hatte und sich nur mit Hilfe trickreicher Berater der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs in die Währungsunion gemogelt hat, ist heute kein Geheimnis mehr. Doch diese bereits geleisteten Zahlungen könnten sich schon bald als Peanuts herausstellen, wenn der Euro crasht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Euro überlebt, ist bei weitem geringer. Kommuniziert wird dies dem Bürger natürlich so nicht. Durchhalten heißt die Parole, denn das Merkel-Mantra »Scheitert der Euro, dann scheitert Europa« wird genauso vor sich hergetragen wie einst das sozialistische Motto »Vorwärts immer, rückwärts nimmer«. Ein Euro-Crash wird jeden Deutschen hart treffen, wie eine aktuelle Berechnung zeigt. Ja, das ist eine theoretische Berechnung, die ich einem langjährigen Mitarbeiter der Boston Consulting Group verdanke. Und zwar sind drei Posten enthalten. Einmal, wie stark jeder deutsche Haushalt durch die bisherigen Euro-Rettungsmaßnahmen belastet wird, die ja noch nicht abgeschlossen sind. Dann zweitens, die Target-Forderung der Deutschen Bundesbank nach Kapitalanteil umgerechnet auf deutschen Haushalt und drittens ein möglicher Schuldenschnitt, wobei unterstellt wird, dass von den Staatsschulden in der Eurozone, die ja in die Nähe von 10.000 Milliarden Euro gehen, dass letzten Endes mindestens ein Drittel gestrichen werden müssten.
damit dieses System überlebensfähig ist. Und wenn Sie die drei Posten zusammennehmen, kommen Sie pro deutschen Haushalt auf rund 50.000 Euro. Und ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der deutschen Haushalte diese 50.000 Euro nicht hat und damit pleite, bankrott wäre. Insbesondere die Target-2-Forderungen lassen jeden im Kern erschauern. Ist es doch nichts anderes als ein Verrechnungssystem, das es den Euro-Krisenländern ermöglicht, Schulden in nahezu beliebiger Höhe aufzunehmen und zum Beispiel bei der Bundesbank oder auch der niederländischen Zentralbank anschreiben zu lassen. Im Mai 2017 betrugen diese zinslosen Forderungen der Deutschen Bundesbank an das Eurosystem schon 850 Milliarden Euro. Niemand weiß, ob und wann diese Summe von den Krisenländern zurückgezahlt wird. Im Zweifelsfalle haftet der deutsche Steuerzahler. Der Exportweltmeister wird nach Strich und Faden ausgeplündert und niemand wehrt sich. Die Historiker werden in einigen Jahrzehnten kopfschüttelnd rätseln, wie so etwas möglich sein konnte. Auch der sogenannte Schwarze Mittwoch ist zumindest den Briten noch gut ins Gedächtnis gebrannt. Die Pfundkrise im September 1992 war eine Spekulation gegen das britische Pfund, die das europäische Währungssystem, sozusagen der Vorläufer des Euro, beinahe zum Einsturz brachte. Kein geringerer als der berüchtigte Spekulant George Soros wettete damals mit allen Mitteln gegen das britische Pfund. Diese Spekulation brachte Soros an nur einem Tag einen Milliardengewinn und den Beinamen The Man Who Broke the Bank of England ein. Willy Wimmer, der 33 Jahre lang für die CDU im Deutschen Bundestag saß, spricht gar von einer Transformation in ein Beutesystem. Seiner Meinung nach geht es gar nicht um eine Rettung des Euros, sondern um eine gezielte Schwächung Europas mit anderen Mitteln durch die Vereinigten Staaten, um die Vormachtstellung des Dollars zu sichern. Denn 90% aller globalen Devisengeschäfte werden in Dollar abgewickelt. Nach den Erfahrungen, die Großbritannien 1992 mit Soros gemacht hat, wäre ja gegen jede unabhängige Währung in Europa durch die internationalen Spekulanten spekuliert worden. Er hat ja damals das Pfund in Grund und Boden spekuliert. Das hätte uns auch passieren können. Der Euro hat bestimmt in diesem Zusammenhang Geburtsfehler, die substanziell hätten werden können. Aber der eigentliche Schlag gegen den Euro ist ja weder von den internationalen Spekulanten noch von den Gründungsvätern des Euro geführt worden, sondern im Zusammenhang mit der amerikanischen Regierung, mit der Lehman Brothers Entwicklung. Das war ja ausdrücklich gegen den Euro gerichtet, weil man die zweite große Reservewährung auf diesem Globus nicht wollte. Und deswegen müssen wir uns heute nicht wundern, dass die Vereinigten Staaten auf allen Feldern versuchen, uns das Licht auszublasen. Läuft für die US-amerikanische Politik somit alles nach Plan? Ganz nach dem Motto, nur ein vereintes, schwaches Europa ist ein gutes und leicht zu dirigierendes Europa? So gesehen lässt sich der irrationale Umgang mit dem Euro, der kurz davor steht, ganze Volkswirtschaften in den Abgrund zu reißen und durch dessen Rettung um jeden Preis ganze Volksvermögen verbrannt werden, durchaus in einem anderen Licht betrachten. Und der Brexit ein Unfall, den keiner auf dem Plan hatte? Den konnte auch die Drohung von George Soros nicht verhindern, der einen schwarzen Freitag für Großbritannien vorhersagte, falls sie für den EU-Austritt stimmen würden. Es war ja kein Zufall, dass Präsident Obama in den Abstimmungswahlkampf in England eingegriffen hat und die Engländer aufgefordert hat, in der EU zu bleiben. Zwischen den USA und Großbritannien wird immer natürlich ein relativ enges Verhältnis bleiben, so oder so. Aber man weiß natürlich, in welcher Krise die EU ist. Und in puncto EU ist wirklich sehr viel offen, weil es ist eine sehr tiefgehende institutionelle Krise, die ja potenziert wird durch die monetäre Krise. Ich meine, die Euro-Misere verschlimmert es natürlich. Und der Euro ist wirklich, wird sich möglicherweise als Sargdeckel herausstellen für diese EU. Die EU ist am Scheideweg. Oder ist das Ende gar bereits besiegelt, wie es immer öfter und immer lauter von Mahnern und Gegnern gleichermaßen beschworen wird?
Besser ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken? Denn eines ist noch sicherer als die Rente. Was immer die Deutschen sagen, am Ende werden sie immer zahlen. So formulierte es der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis in einem Interview mit der französischen Zeitung La Tribune kurz nach seiner Wahl im Jahre 2015. Und bisher behält der Mann recht. Vielleicht ist sich Varoufakis aber auch deswegen so sicher, weil er mächtige Verbündete hat, wie die Bild schon 2015 enthüllte. Die US-Regierung hat nach internen Unterlagen der Griechenregierung das Pleiteland in den Verhandlungen über die Hilfspakete und Reformen direkt beraten und ausdrücklich gegen Deutschland Einfluss genommen. Den drohenden Zusammenbruch der Währungsgemeinschaft versucht die Europäische Zentralbank mit allen Mitteln zu verhindern. Sie, oder besser gesagt ihr Präsident Mario Draghi, ehemaliger Vice President von Goldman Sachs, pumpt momentan jeden Monat durch Anleihekäufe 80 Milliarden Euro in den Finanzkreislauf. Im Prinzip nur virtuelles Buchgeld, das den Finanzministern der Pleitestaaten bereitgestellt wird, um die wachsende Staatsverschuldung abzufedern und die Wirtschaft anzukurbeln. Aus diesem Grund hat Draghi auch die Zinsen auf Null gesenkt. Doch was für Unternehmenskreditnehmer gut ist und Investitionen anschieben soll, hat gewaltige Folgen für den normalen Bürger. Deutsche Sparer verlieren Milliarden an Zinsen. Krankenkassen, Renten und Pensionen sind bedroht. Lebensversicherungen funktionieren nicht mehr. Das Schreckgespenst Altersarmut geht bereits um. Der deutsche Traum vom abgesicherten Leben ist ausgeträumt. Für viele Experten, Verbraucherschützer und auch immer mehr Politiker ist dafür vor allem ein Mann verantwortlich: Mario Draghi, Europas oberster Hüter des Euro. Doch keiner stoppt seine irrationale Geldpolitik. Statistisch gesehen sind jedem einzelnen Bundesbürger bis 2016 schon 2.450 Euro an Zinsen entgangen, wie Berechnungen zeigen, die die Welt am Sonntag vorlegte. Die Deutsche Zentralbank, das Zentralinstitut aller Volks- und Raiffeisenbanken, vermutet, dass die deutschen Sparer bis 2016 343 Milliarden Euro verloren haben. Das sind entgangene Zinsen, die sie auf ihr Vermögen bekommen hätten, wenn Europa nicht in den Krisenmodus gerutscht wäre. Ja, es gibt natürlich eine Folge, die jeder spürt, und zwar jeder Sparer in Deutschland. Er kann ja nicht sein ganzes Geld in den Aktienmarkt stecken oder alles in Gold und so weiter. Also für Lebensversicherungen und eben auch für Sparbücher ist es schlicht und einfach tödlich, weil die Nullzinspolitik ist nichts anderes als eine schleichende Enteignung. Und ich kann schleichend enteignet werden im Verlauf von 10 oder 20 Jahren oder schlagartig von heute auf morgen, aber es läuft auf selber raus. Nur der Vorteil ist mal aus Sicht der EZB, nicht? Und aus der Sicht Mario Draghis, der Vorteil der schleichenden Enteignung ist natürlich, dass der Widerstand schwächer ist, nicht? Zwar ist diese Botschaft bei der Bundespolitik nicht unbekannt, einzelne Politiker warnen und mahnen, doch dabei bleibt es auch. Der Wille, etwas für die deutschen Sparer zu tun, ist nicht wirklich vorhanden. Zu sehr wünscht sich die politische Kaste den Erhalt des Euro. Schlimmer noch, so prangert es Bandulet an, gibt die Bundesregierung Mario Draghi auch noch Rückendeckung für seine Geldpolitik. Also ich bin überzeugt davon, dass Mario Draghi, mal abgesehen davon, ein Investmentbanker von Goldman Sachs, nicht wahr, ist völlig ungeeignet als Präsident der Europäischen Zentralbank. Solche Leute sollten da nicht hin. Aber da hat er, bei Goldman Sachs hat er ja alle Tricks gelernt, die er heute anwendet. Aber das ist nun wiederum ein Kapitel für sich. Aber die Bundesregierung muss sich meiner Meinung nach endlich hinter Jens Weidmann stellen und hinter die Deutsche Bundesbank und nicht hinter Mario Draghi. Es ist doch ein absoluter Wahnsinn, ja, dass die größte Volkswirtschaft und der größte Zahler in der EU und der größte Übernehmer von Haftungen, ja, in der EZB dauernd überstimmt wird. Ja. Also ich meine, es ist doch ein Skandal und das ist ein Versäumnis der Regierung Kohl, nicht? Dass die Deutsche Bundesbank im EZB-Rat, der die großen Entscheidungen trifft,
nur eine Stimme hat wie Malta und Zypern. Ja. Natürlich müsste die Stimmengewichtung dem Kapitalanteil entsprechen. Und der deutsche Kapitalanteil liegt knapp über 25%. Auch das ist eine Vertragsänderung, die Bundesregierung ja durchaus ins Spiel bringen könnte. Nicht nur, dass Verträge von unseren Politikern gegen den gesunden Menschenverstand geschlossen wurden, es scheint auch niemanden zu stören, dass permanent getrickst und geschönt wird, der Vertrag von Maastricht und seine Stabilitätskriterien wiederholt gebrochen wurden und werden. Schlimmer noch, das in der Politik so beliebte, Selbstkritik vermeidende Motto »Weiter so« könnte schon bald noch größeren Schaden für die Bürger anrichten. Aber es ist ja auch ein anderes Szenario denkbar. Und das war das Szenario, dass die Verantwortlichen durch dick und dünn gehen und den Umverteilungskurs noch verschärfen. Das ist ja auch die Idee von Juncker und von Martin Schulz sowieso. Beispielsweise basteln sie gegenwärtig an der gemeinsamen europäischen Einlagenversicherung. Das würde bedeuten dann, dass die deutschen Sparer also dann mithaften für italienische Banken. Sogar die Idee einer Arbeitslosenversicherung, einer gemeinsamen europäischen Arbeitslosenversicherung, ist ja im Gespräch. Und wenn dieser Kurs durchsetzbar sein sollte, was ich nicht glaube, aber man kann das ja nicht ausschließen, weil hier Fanatiker am Werk sind natürlich. Es sind wirklich Fanatiker in Brüssel, also Zentralisierer, nicht? Und der erste Impuls dieser Leute war ja, auf den Brexit damit zu reagieren, dass sie ihren Kurs verschärfen. Dass die Plünderung Deutschlands bis heute auf vielfältigen Wegen fortgeführt wird, zeigt auch der nicht erklärte Wirtschaftskrieg der USA gegen deutsche Marken, Aushängeschilder und Unternehmensikonen. Aktuell im Fokus stehen Volkswagen und die Deutsche Bank. Die Forderung des amerikanischen Justizministeriums gegen die Deutsche Bank wegen krummer Hypothekengeschäfte in Höhe von 14 Milliarden Dollar brachte das ehemalige Vorzeigebankhaus im Herbst 2016 sogar an den Rand des Abgrunds. Der Dieselabgasskandal des Wolfsburger Autobauers wurde vom Umweltamt in Kalifornien angestoßen und wird den Konzern über 22 Milliarden Dollar kosten. Interessant hierbei ist vor allem, dass Entschädigungszahlungen nur in die USA fließen. Deutsche Händler und Kunden gehen leer aus. Ein Umstand, den die deutsche Regierung nicht zu stören scheint. In der deutschen Wirtschaft geht zunehmend die Sorge um, dass es bei den Bußgeldern und Strafzahlungen für deutsche Konzerne letztlich nicht um Gerechtigkeit geht, sondern um Marktanteile und damit das Ziel, Deutschland ökonomisch zu schwächen. Nicht zuletzt aus diesem Grund versuchen die USA seit Jahren, die Reichweite ihrer Justiz weit über das eigene Land hinaus auszudehnen. Im Sommer 2007 entsandte die US-Regierung eine Delegation, die deutsche Großbanken zwang, die seit Jahrzehnten legal bestehenden Geschäftsverbindungen zu iranischen Kunden abzubrechen. Selbst die Frankfurter Allgemeine Zeitung beklagte hierüber, Deutschland habe einen Teil seiner außenwirtschaftlichen Souveränität eingebüßt. Altkanzler Gerhard Schröder beklagte sich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung: Es gibt negative Erfahrungen, die deutsche Firmen in Amerika gemacht haben, die Zweifel an der Fairness dort wecken. Man kann schon den Eindruck haben, dass Strafzahlungen für Fehlverhalten, etwa bei Siemens oder ganz aktuell bei Bosch und VW, eher das Ziel haben, die deutsche Industrie in einem internationalen Konkurrenzkampf zu schädigen. Und sprach damit aus, was viele denken, aber nicht öffentlich formulieren würden. Die Strafen und Schadenersatzforderungen für betrügerische Manipulation von Abgaswerten, denen VW in den USA ausgesetzt ist, sind im Kern nicht zu beanstanden. Es sei denn, man vergleicht den Vorgang mit dem Skandal, in den General Motors 2014 wegen defekter Zündschlösser verwickelt war. Die Folge waren 80 Todesfälle und 148 nicht tödliche Unfälle. An die Verkehrssicherheitsbehörde zahlte General Motors eine Strafe von 35 Millionen Dollar. Der Entschädigungsfonds, den GM einrichtete, liegt weit unter einer Milliarde.
Der VW-Skandal, bei dem niemand zu Tode kam, ist dagegen ein Fass ohne Boden, bei dem auch die Bundesregierung mit sich machen lässt, was die Amerikaner wollen. Es ist natürlich klar, dass die amerikanische Regierung, und nicht nur die jetzige, in einer Weise und in einer hemdsärmeligen Art eigene Wirtschaftsinteressen verfolgt, wie es die Bundesregierung nie machen würde, nicht wahr? Es ist eine Art Wirtschaftskrieg. Er ist in dieser Form nur möglich, weil die amerikanische Justiz grundsätzlich Weltgeltung beansprucht. Und diesen Anspruch kann natürlich die deutsche Justiz nicht erheben. Ja? Und dann kommt es also zu solchen Missständen, wie beispielsweise, dass Amerikaner in Stuttgart auftauchen und die Büros von Daimler-Benz durchsuchen. Oder dass sie Strafen verhängen gegen deutsche Banken, gegen französische Banken. Obwohl die gar nicht gegen französisches oder deutsches Recht verstoßen haben, sondern gegen irgendwelche Sanktionen, so wie sie die Amerikaner auslegen. Es ist ein ziemlich gnadenloses Vorgehen. Da verhandeln wir einfach nicht auf Augenhöhe. Mal ganz davon abgesehen, dass ja die deutsche Wirtschaft, und damit meine ich die deutschen Unternehmen, vom deutschen Boden aus von den amerikanischen Diensten ausgespäht werden. In einem Interview mit der ARD im Januar 2014 sagte Edward Snowden wörtlich: Es gibt keine Zweifel, dass die USA Wirtschaftsspionage betreiben. Aufklärung von Seiten der Bundesregierung? Fehlanzeige. Kanzleramtsminister Roland Pofalla erklärte die NSA-Affäre schon im August 2013 spontan für beendet. Dabei bezog er sich nicht auf Fakten, sondern auf diesbezügliche Versicherungen der USA und Großbritanniens. Wolfram Bentsch, der ehemalige Chefredakteur der Wirtschaftswoche, zitierte realistische Schätzungen, wonach jährlich ungefähr 10 Milliarden Euro durch Wirtschaftsspionage sozusagen unsichtbar über den großen Teich in die USA abwandern. In 50 Jahren, so Bentsch, wären dies 500 Milliarden Euro. Und was tut die deutsche Regierung? Zitat Bentsch: Die Unmündigkeit der deutschen Geheimdienste und ihre fortwährende Demütigung als Handlanger und Sündenbock der prädominanten Sieger des Zweiten Weltkrieges sind für sich genommen schon ein unglaubliches Phänomen. Schlimmer noch ist, dass die Bevölkerung über die tatsächlichen Kräfteverhältnisse bewusst im Unklaren gehalten wird. Dabei ist auch der Schutz der wirtschaftlichen Integrität Aufgabe eines souveränen Staates. In seinem Buch Beuteland versucht Bruno Bandulet eine Erklärung für diesen Zustand zu finden und nennt ihn eine unübersichtliche Situation aus versteinertem Besatzungsrecht, amerikanischer Robustheit, deutscher Unterwürfigkeit und zähen, aus der Ära des Kalten Krieges überlieferten Strukturen. Nur so lässt sich vielleicht auch erklären, warum Merkel mit Barack Obama bis zum Schluss dessen Amtszeit mit aller Macht am transatlantischen Freihandelsabkommen, kurz TTIP, festhielt und bis heute festhält. Obwohl TTIP von einem Bündnis von mehr als 500 Nichtregierungsorganisationen aus ganz Europa als nicht verbraucherfreundlich angeprangert und abgelehnt wird. Nur dank des neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump liegt dieses massiv kritisierte Handelsabkommen momentan auf Eis. Eine ansatzweise für Deutschland handelnde Regierung, welche in erster Hinsicht die Interessen seiner eigenen Bürger und des eigenen Staates hat, davon sind wir im Moment weiter weg denn je. Auch der Journalist und Bestsellerautor Gerhard Wischnewski greift das brisante Thema Beuteland Deutschland auf. Also Deutschland ist eine Beute. Deutschland wird ausgeschlachtet zurzeit durch die herrschenden globalen Kräfte, ausgeschlachtet und vernichtet. Es ist praktisch Räumungsverkauf. Deutschland wird verramscht, kaputt gemacht, besetzt. Ja. Und es ist ein absolutes Beuteland. Insofern stimmt dieser Titel auf den Punkt. Der mit aller Macht von außen geschürte Bürgerkrieg in Syrien hat Millionen von Menschen entwurzelt und in die Flucht getrieben. Viele der Geflüchteten sammelten sich in den Lagern der Nachbarländer Jordanien und der Türkei. Doch im Herbst 2015 strich das UN-Flüchtlingshilfswerk die Hilfe für Flüchtlingslager in Jordanien und im nahöstlichen Raum zusammen.
Das Resultat? Hunderttausende setzten sich in Richtung Europa in Bewegung. In einem beispiellosen Akt begann Angela Merkel Rechtsbruch und hebelte geltendes Recht und Ordnung vom Tisch. Sie öffnete die Grenzen für jedermann. Während das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei der Bearbeitung der Asylanträge vollkommen überfordert ist, feierten die Mainstream-Medien die deutsche Willkommenskultur. Kritische Stimmen wurden umgehend mundtot gemacht. Der Anfang 2016 verstorbene britische Journalist und Diplomat George Weidenfeld kommentierte die chaotische Massenmigration nach Deutschland folgendermaßen: Die Behörden schaffen es nicht einmal, die Identität und den Aufenthaltsort der Flüchtlinge aus Nahost festzustellen. Dafür freut sich die deutsche Öffentlichkeit, als könne man damit die Schuld der Großeltern tilgen. Hitler ausmerzen, indem die Deutschen endlich die Guten sind. Die Genehmigung für die Grenzöffnung wurde weder vom Bundestag noch vom Bundesrat eingeholt. Merkel setzte sich, nach Meinung führender Staatsrechtler wie Udo Di Fabio und Karl Albrecht Schachtschneider, über Gesetze und Verträge wie den Asylartikel 16 im Grundgesetz und das Dublin-Abkommen der EU eigenmächtig hinweg. Das Dublin-Abkommen sieht vor, dass Asylbewerber in jenem EU-Land ihren Aufnahmeantrag stellen müssen, in dem sie zuerst ankommen. Ein Papier, das im Bundesinnenministerium zirkulierte und die Einhaltung dieser Vorgaben einforderte, wurde von der Kanzlerin einkassiert, recherchierte Bandulet. Und als die Bundespolizei im August 2015 Grenzkontrollen vorbereitete, wurde sie von der Regierung zurückgepfiffen. Willi Wimmer fordert von Merkel eine Rückkehr zu einer rechtsstaatlichen Politik. Wir müssen Wert darauf legen, dass wir eine Politik in Berlin und in Brüssel gemacht sehen, die unseren verfassungsmäßigen Regularien entspricht. Wenn die Bundeskanzlerin eigenmächtig das außer Kraft setzt, wozu sie nach dem Gesetz verpflichtet ist und worauf sie ihren Amtseid abgelegt hat, den Schutz der deutschen Grenzen wahrzunehmen, wenn das überhaupt nicht mehr passiert, im Deutschen Bundestag nicht zur Rede gestellt wird, international bejubelt wird, dann kann ich ja nur sagen, stimmt in dieser Republik von oben bis unten nichts mehr. Eine Obergrenze für Asylbewerber, wie von der CSU gefordert, lehnte Merkel bisher strikt ab. Der ehemalige Bürgermeister von Berlin-Neukölln, der SPD-Politiker Heinz Buschkowski, geht daher von 10 Millionen Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten bis zum Ende dieses Jahrzehnts aus. Das wird unsere Gesellschaft heraus- und vielleicht auch überfordern, zitiert ihn der Fokus. Bis heute wird gerätselt, warum Angela Merkel geltende Gesetze nicht beachtet habe und sich auch jetzt noch darüber hinwegsetzt, um unbeirrt Flüchtlinge aufzunehmen. Eine strikte Trennung zwischen Asylbewerbern und Wirtschaftsflüchtlingen wird bis heute nicht vorgenommen. Denn dass kaum die prognostizierten Kinderärzte und Maschinenbauer unter den Zuwanderern sind, ist inzwischen auch dem größten Optimisten im Lande klar geworden. Das viel kolportierte Argument von der Belebung des Arbeitsmarktes mit vielen neuen Beitragszahlern in die Sozialkassen ist längst der Ernüchterung gewichen. Inzwischen werden ganz andere Rechnungen aufgemacht. Die Tagesschau fragte im Juli 2016 nach den Kosten der Flüchtlingskrise. So schätzt der Deutsche Städtetag die Integrationskosten zwischen 7 und 16 Milliarden Euro. Das Institut für Weltwirtschaft bezifferte die Kosten in seiner Konjunkturprognose auf rund 25 bis 55 Milliarden Euro jährlich. Das Bundesfinanzministerium kalkuliert für die Jahre bis 2020 die gigantische Summe von 94 Milliarden Euro. Und diese exorbitant hohen Kosten werden von den deutschen Steuerzahlern aufgebracht. Natürlich ist für diese sogenannten Flüchtlinge aus Syrien und aus der arabischen Welt, aus Nordafrika, aus Westafrika, Deutschland das Beuteland. Und zwar in dem Sinne, dass es hier all das gibt und zu holen ist, nicht, was es dort nicht gibt. Die machen sich auch völlig falsche Vorstellungen über den deutschen Sozialstaat und über die paradiesischen Zustände hier. Ja, es ist das Beuteland einer ungeregelten Immigration. Und das wird natürlich auch wieder Geld kosten. Also es gibt eine Berechnung beispielsweise, die ich anführe, von dem Herrn Raffelhüschen.
Das ist einer der wenigen Experten, die es in Deutschland überhaupt gibt für Generational Accounting, also generationenübergreifende Buchhaltung. Ja? Und der kommt auf eine Summe von rund 400 Milliarden Euro. Und zwar 400 Milliarden Euro auf Dauer unter dem Strich. Dass es teuer wird, ergibt sich logischerweise daraus, ja, dass der Anteil der Migranten, die gut verdienen, viel geringer ist als der Anteil der Menschen, die hier leben. Und dass der Anteil der auf Dauer von Sozialleistungen lebt, viel höher ist. Das ist übrigens sogar der Fall bei den bisherigen Migranten. Selbst die sind unter dem Strich eine Belastung. Und deswegen ist es völlig absurd zu behaupten, dass Migration im Prinzip eine Bereicherung ist. Wenn es eine Bereicherung wäre finanziell, ne, dann dürften nicht die Sozialhilfeempfänger prozentual so hoch sein. Das kann ja gar nicht stimmen. Geld, das plötzlich da ist. Während in den Städten und Gemeinden die Infrastruktur verfällt und für die Bürger bisher angeblich nicht da war. Kein Geld für eigene Bürger, aber Geld für nicht legal eingereiste Flüchtlinge. Eine Ausplünderung der Deutschen mit einer ganz neuen Methode. Auch hier begegnet uns wieder Finanzguru George Soros. Soros hat den Ruf eines internationalen Strippenziehers. Er hat Einfluss auf die EU-Elite bis hin zum Washingtoner Establishment, unterstützte Hillary Clinton im Wahlkampf. Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurde Soros vom ungarischen Premierminister Viktor Orbán vorgeworfen, maßgeblich für diese verantwortlich zu sein. Ähnliche Vorwürfe erhob im Sommer 2016 unter Berufung auf gehackte E-Mails auch die Jerusalem Post. In einem Gastkommentar für die Welt schreibt Soros bereits am 2. Oktober 2015, die Europäische Union muss die Verantwortung für das Fehlen einer gemeinsamen Asylpolitik übernehmen. Die EU muss jährlich 1 Million Flüchtlinge aufnehmen. Die EU muss während der ersten 2 Jahre jährlich 15.000 Euro pro Asylbewerber für Wohnen, Gesundheit und Ausbildung bereitstellen. Und den Mitgliedstaaten die Aufnahme von Flüchtlingen schmackhafter machen. Die EU muss sich an die Spitze der weltweiten Bemühungen stellen, Jordanien, dem Libanon und der Türkei genügend Mittel zur Unterstützung der 4 Millionen Flüchtlinge zukommen zu lassen, die momentan in diesen Ländern leben. Gerald Knaus ist Migrationsforscher und gilt als Architekt von Angela Merkels Türkei-Flüchtlingsdeal. Er ist zudem Vorsitzender des Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative, ESI. Ein Thinktank, der natürlich von George Soros finanziert wird. Von Knaus kommen Forderungen wie, EU sollte Flüchtlinge direkt aus Aleppo holen, sowie Visafreiheit für alle Türken. Am 3. Oktober 2016 legte George Soros mit weiteren Forderungen an Europa nach und veröffentlichte in der Welt seinen 7-Punkte-Plan für Europa. Die EU müsse eine große Zahl von Flüchtlingen direkt aus den Staaten aufnehmen, die an Krisengebiete grenzen, und zwar auf sichere und geordnete Weise. Für die Versorgung der Flüchtlinge müsse man ausreichend finanzielle Mittel bereitstellen. Laut Soros würden jährlich schätzungsweise 30 Milliarden Euro benötigt. Diese Summe entspricht ungefähr 20% des gesamten EU-Haushalts. Und weiter? Langfristig müsse Europa für Wirtschaftsmigranten ein einladendes Umfeld schaffen, denn angesichts der alternden Bevölkerung würden die mit Migration verbundenen Vorteile über die Kosten überwiegen. Das ist bei einem sogenannten Star-Investor wie Soros, den das Forbes Magazine auf 25 Milliarden Dollar Privatvermögen schätzt, unterm Strich nicht um Mitmenschlichkeit geht, ist spätestens hier erkennbar. Doch interessant wird es vor allem, wenn man einen genaueren Blick auf die Absichten auf den von ihm finanzierten Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative wirft. Auf der Website dieser Nichtregierungsorganisation kann man einen Blick auf den Malta-Plan werfen. Hintergrund: Am Freitag, den 3. Februar 2017, trafen sich auf Malta die Regierungschefs der EU zu einem ihrer zahlreichen Sondergipfel.
Die Medien berichteten von hier, die zentrale Mittelmeerroute für illegale Migration von Afrika nach Europa solle geschlossen werden. Doch dies ist nur ein Teil der Wahrheit. Hinter den Kulissen wird etwas Tiefgreifenderes vorbereitet. Am Abend des 3. Februar 2017 schickte Gerald Knaus, Chef des in Berlin ansässigen Thinktanks ESI, eine brisante Rundmail an seinen Verteiler. Der Inhalt dieser Mail lässt sich auch auf der Website von ESI aufrufen, der Malta-Plan. Dieser soll nach der Vorstellung von Knaus bis zum Sommer 2017 das Dubliner Übereinkommen ersetzen, das ja besagt, dass derjenige Staat, in den der Asylbewerber nachweislich zuerst eingereist ist, das Asylverfahren durchführen muss. Der Malta-Plan fährt einen ganz anderen Ansatz. Es geht nicht um Asyl für politisch Verfolgte oder Kriegsflüchtlinge, sondern um eine massenhaft gesteuerte, geordnete und dauerhafte Umsiedlung, Resettlement, von Nicht-Europäern nach Europa, mit Staatsbürgerschaft und allen Sozialleistungen. Gesicherte Grenzen und Rückführungen in die Herkunftsländer dienen somit nur der Augenwischerei und um den immer größer werdenden Unmut der Europäer zu beschwichtigen. Denn der Malta-Plan lehnt Rückführungen, eine Festung Europa oder die australische Lösung einer Sammelstelle außerhalb des Festlands ab. Die Europäische Stabilitätsinitiative nennt zwar keine Zahl, wie viele Neu-Europäer in die EU umgesiedelt werden sollen. Sigmar Gabriel hat jedoch für Deutschland schon 2015 die verkraftbare Zahl von 500.000 Flüchtlingen pro Jahr ins Spiel gebracht. Das Land, in dem sich schon heute die meisten Flüchtlinge niederlassen wollen, ist Deutschland. Und Angela Merkel steht an erster Stelle, den Malta-Plan umzusetzen. Wir erinnern uns, Knaus hat im Namen von Soros auch den Türkei-Flüchtlingsdeal zuverlässig ins Kanzleramt gebracht. Ja, es ist absolut gefährlich, weil es ist vorhersehbar, dass es destabilisiert. Das ist ganz klar. Natürlich ist eine Gesellschaft im Prinzip umso stabiler, je homogener sie ist. Man kann das studieren in Island, wo ich mir es genau angeschaut habe. Wie die waren ja noch mehr bankrott als Griechenland nach der Finanzkrise 2008. Aber wie die das gemeistert haben, mit minimaler Hilfe vom Ausland, das ist wirklich bewundernswert. Aber das war nur möglich natürlich, weil es eine sehr homogene Gesellschaft ist. Homogen ist eine Gesellschaft, wenn jeder dem anderen vertraut. Ja. Wenn ich aber immer größere Bevölkerungsschichten habe, denen das Messer in der Tasche locker sitzt, weil sie einen anderen kulturellen Hintergrund haben, fehlt dieses Vertrauen und ich destabilisiere natürlich diese Gesellschaft. Deutschland und auch die deutsche Politik werden sich verändern. Das hat Angela Merkel selbstverständlich begriffen und befürwortet dies ganz offen. Doch die Kernfrage bleibt bisher unbeantwortet. Welches eigentliche Ziel verfolgt Angela Merkel mit ihrer unbeirrbaren und irrationalen Flüchtlingspolitik? Dass sie eine Mutter Teresa ist oder dass sie aus Mitleid gehandelt hat. Allenfalls spielt sie die Mutter Teresa zeitweise, obwohl ihr das auch niemand mehr abnimmt. Es ist wirklich schwer zu sagen. Wir kommen jetzt schon fast an den Rand von Verschwörungstheorien. Und einiges lässt sich ja nun nachweisen. Sie müssen sich vorstellen, ich zitiere beispielsweise Peter Sutherland. Der war jahrelang EU-Kommissar, der ist in der Trilateralen Kommission, der ist bei den Bilderbergern. Der war bei Goldman Sachs und so weiter und so fort. Der war also überall, wo Einfluss vorhanden ist. Nicht? Und dieser Peter Sutherland spricht vor dem britischen Oberhaus und sagt wörtlich, wir müssen die Homogenität der europäischen Nationalstaaten unterminieren, sagt er, undermine. Und dann sagt er, es wäre falsch, nur Migranten reinzulassen, die qualifiziert sind. Diese Unterscheidung dürfen wir nicht treffen. Jetzt überlegen Sie mal, welche Konsequenzen das hat. Er sagt dann, die Zeit ist vorbei, wo unsere Länder sich die Migranten ausgesucht haben. Nein, es muss umgekehrt so sein, dass die Migranten sich die Länder aussuchen können. Also das ist doch ganz klar,
eine Verschwörung gewisser Eliten, um die Nationalstaaten zu unterminieren. Und auch die EU ist letzten Endes nichts anderes. Und das versuche ich mit einer Reihe von Quellen zu belegen. Nun könnte man sagen, ja, die Frau Merkel hat im Grunde die Agenda des Peter Sutherland und seiner Leute besorgt. Das wäre natürlich eine Erklärung. Diese Vermutung hat auch der Sachbuchautor und Geopolitik-Experte Wolfgang Effenberger. Er sieht große Konzerne, einflussreiche Thinktanks und die Finanzwelt am Werk. Gut, die Politik unserer Frau Kanzlerin Angela Merkel ist für mich in vielen Bereichen nicht nachvollziehbar. Ich versuche es zu verstehen, ich suche Antworten, finde aber keine befriedigenden Antworten. Für mich macht das alles nur dann Sinn, wenn ich die globalen Verflechtungen sehe. Thomas Barnett hat von der Wall Street 2000 als Leiter einer Forschungsgruppe den Auftrag bekommen, Strategien vorzulegen im Sinne der Wall Street. Und diese Gruppe von ihm hat dann herausgearbeitet, dass es 4 ungehinderter Ströme bedarf. 4. Der erste ungehinderte Strom ist der Strom der Migranten. Und er sagt ganz klar, Leute, Politiker, die sich dagegen stellen, kill them. Der nächste Strom ist der ungehinderte Strom von Öl und Gas. Der dritte Strom ist der ungehinderte Strom von den Darlehen nach unten und der Rückfluss der Profite an unsere Oligarchen. Und der vierte Strom, der ungehinderte Strom, ist der Strom amerikanischer Sicherheitskräfte zur Rettung des Weltfriedens. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Eines ist jedoch sicher. Nichts wünschen sich die USA weniger als ein starkes Europa mit eigenem Willen und zu viel Macht. Eine Destabilisierung der Gesellschaft durch zu viel Zuwanderung lässt ein Machtinstrument wirken, das schon die alten Römer in ihrer Außenpolitik einsetzten. Teile und herrsche. Was laut Definition nichts anderes bedeutet, als man solle ein Volk oder eine Gruppierung in Untergruppen aufspalten, damit sie leichter zu beherrschen bzw. zu besiegen sei. Ein grenzenloser Zynismus einer kleinen Machtelite auf Kosten von ganzen Gesellschaften und der Mensch als ahnungsloser Spielball in einem perfiden Plan mit dem Endziel der Weltherrschaft von wenigen? Die Puzzleteile passen. Und die mit historischer Dauerschuld belasteten reichen Deutschen leisten dabei keinerlei Widerstand, schon gar nicht die Regierung. Wie kann es sein, dass sich dieser skrupellose Plan in Deutschland so einfach umsetzen lässt, Kanzlerin Angela Merkel gar als willige Gehilfin agieren lässt? Setzt sie womöglich nur den Plan um, welchen ihr die Supermacht USA vorgibt? Um Deutschland weiter ausplündern zu können, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Somit wird seine Souveränität konsequent beschnitten und die Außenpolitik weitgehend durch Bündnisverpflichtungen bestimmt. Das geschieht unter anderem durch die Einbindung in die EU, durch internationale Handelsabkommen sowie über eine verstärkte Einbindung in Aufgaben der NATO. Hierzu gehören die aktuelle Beteiligung an den 4 neuen Bataillonen des Militärbündnisses im Baltikum nahe den Grenzen zu Russland, sowie die im Oktober 2016 beschlossene Erweiterung des deutschen Militäreinsatzes im Syrienkrieg sowie der Mali-Einsatz. All das kostet Milliarden und hält den souveränen deutschen Handlungsspielraum weitreichend eingeschränkt. Ja, der ist nach wie vor eng und es war auch sozusagen die stillschweigende Vereinbarung im Jahr der Wiedervereinigung 1990. Das steht im Einzelnen nicht im 2+4-Vertrag drin. Aber das Arrangement war damals durchaus, dass der Spielraum Deutschlands eingegrenzt bleibt. Dafür lassen sich auch eine ganze Reihe von Quellen anführen. Und eine Bedingung der Amerikaner, ja, für die Zustimmung zur Wiedervereinigung war, dass amerikanische Truppen in Deutschland bleiben.
Und allein das ist natürlich eine faktische Einschränkung der Souveränität. Unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten ist Deutschland souverän seit 1990. Was Sie auch daran sehen, dass nach den Verträgen von 1990, und jetzt meine ich nicht den 2+4-Vertrag, sondern den Überleitungsvertrag, das Stationierungsrecht ausländischer Truppen von deutscher Seite gekündigt werden kann mit zweijähriger Frist. Auch das spricht für die völkerrechtliche Souveränität. Vorher konnte man nicht kündigen, also insofern war Deutschland nicht souverän vorher. Aber es gibt neben der völkerrechtlichen auch das, was ich eine politische Souveränität nenne. Also mit anderen Worten, auch wenn ein Land souverän ist völkerrechtlich, muss die Souveränität ausgefüllt und gelebt werden. Und dazu braucht es eine ganz bestimmte politische Klasse, die dazu bereit ist. Und die haben wir leider nicht. Wenn man sich die sogenannte Souveränität Deutschlands mal anguckt, dann stellt man eigentlich fest, sie mag ja vielleicht auf dem Papier stehen, zum Beispiel in diesem 2+4-Vertrag. Aber wenn man sich die Realität anguckt, die Wirklichkeit, stellt man doch fest, dass Deutschland eindeutig ein Vasall ist, der willenlos, rückgratlos einfach der herrschenden Politik der Vereinigten Staaten folgt. Und Andreas von Bülow hat das ja mal erwähnt, dass er glaubt, also, dass im Auswärtigen Amt zum Beispiel kein einziges Papier verfasst wird betreffend die Vereinigten Staaten, was nicht selbst von dort kommt, originär. Ja? Um dies zu gewährleisten, wurden die sogenannten Transatlantiker ins Leben gerufen. Deren Mitglieder stehen fest an der Seite der USA. Sie setzen sich mit ganzer Kraft für eine bessere Kooperation zwischen der Bundesrepublik Deutschland mit den Vereinigten Staaten von Amerika ein. Regelmäßig treffen sich die Transatlantiker in Vereinen wie der Atlantikbrücke. Bei diesen Zusammenkünften, von denen nicht berichtet werden darf, kommen Politiker und Wirtschaftsführer, aber auch Journalisten mit großer Meinungsmacht zusammen. Diese Atlantikbrücke, das ist ein Konglomerat von diesen Amerikanern, die ständig Intervention wollen, also diesen Neokonservativen und so weiter und den Interventionisten und da unsere, die da mitmachen. Sie sind in einem Führungszirkel dann, wo sie sich als Amerikaner fühlen können. Und dann fühle ich mich auch, dann bin ich Teil wirklich einer Großmacht. Es ist was Großes, mehr oder weniger. Und ich denke, nur so kann man das verstehen. Die Mitgliedsliste reicht von Angela Merkel und Sigmar Gabriel über den Deutsche Bank-Manager Jürgen Fitschen bis hin zu Ex-Bildchef Kai Diekmann und Heute-Journal-Moderator Klaus Kleber. Die langjährige Geschäftsführerin der Atlantikbrücke, Beate Lindemann, hat das Credo dieser elitären Verbindung in die folgenden Worte gefasst. Man kann mehr erreichen, wenn man nicht in der Öffentlichkeit arbeitet. Der Einfluss dieser verschiedenen amerikanischen Gruppierung, die wir haben, der ist ja seit 2007 ist ja das European Council on Foreign Relations. Das hat ja Joschka Fischer mit ins Leben gerufen. Ist natürlich eine Privatveranstaltung, aber wurde damals die Gründungsfeier vom Außenministerium bezahlt. Und da sind Leute drin, in diesem European Council on Foreign Relations sind drin, ja, Fischer habe ich ja schon gesagt, Daniel Cohn-Bendit, Cem Özdemir, Karl Theodor von Gutenberg, Soros ist drin. Also einige interessante Leute, parteiübergreifend. Und ich habe damals einen Screenshot gemacht, also ihr Homepage, die da war. Und da war oben drüber gestanden, EU, VS. Also versus Russia. Bei Gründung. EU versus Russia. Also schon die amerikanische Politik vorweggenommen. Und das sind natürlich ja, Zirkel, die natürlich jetzt auch natürlich Trump bekämpfen, weil Trump natürlich auch kein Freund dieser atlantischen Brücken ist, mehr oder weniger. Spannend, wie das ausgehen wird, ja. Und ich denke schon, wir könnten mehrere oder Souveränitätsrechte beanspruchen, wenn wir wollten. Kritiker, die sich mit den transatlantischen Netzwerken beschäftigt haben, weisen auf deren übermäßigen Einfluss und unumstößlichen Überzeugung hin, dass die Bundesrepublik Deutschland nur als fest angeschlossener Juniorpartner der Vereinigten Staaten von Amerika gedeihen darf.
Der Geopolitik-Experte Wolfgang Effenberger illustriert diese transatlantische Hörigkeit der deutschen Außenpolitik am Beispiel der zunehmenden Einkreisung Russlands durch die NATO. Beim Großmanöver Anaconda mit 31.000 Soldaten spielten NATO-Truppen einen Angriff Russlands auf Polen durch. Für mich ist es so, nicht anders als so zu erkennen, dass wir, dass unsere politischen Führer, Führerinnen, dass die, um mit Washington nicht keinen Disput zu haben, dass hier alles im vorauseilenden Gehorsam gemacht wird, alles. Wenn wir wissen also, dass die USA in ihrem Strategiepamphlet TRADOC 525-5 von 94 festgelegt haben, dass sie zukünftig keine nationalen Verbände mehr haben wollen, sondern mehr auf Söldner, nicht auf Söldner, und dass bei den Verbündeten auch die Wehrpflicht abgeschafft werden soll. Und die Frau, die das alles umsetzen sollte, das war Madame Albright. Und Gutenberg hat dann vor dieser Sitzung mit Madame Albright 6 Wochen vorher dann die Wehrpflicht außer Kraft gesetzt und konnte dann der Frau Albright melden, bei uns schon vollzogen. Also das ist gerade gesagt, dieses Strategiepapier, das heißt Training and Doctrine Command Papier, da steht das alles drin, von 1994 bis 2014 im November war es gültig. Es ist alles umgesetzt worden, auf Punkt und Komma. Und da verstehe ich nicht, dass das nicht öfter oder publiziert wird. Also man kann zum Beispiel den amerikanischen Strategen Brzezinski zitieren. Also bei Brzezinski können Sie nachlesen, dass die EU der eurasische Brückenkopf der USA ist für die Projektion der amerikanischen Macht auf die andere Seite des Atlantik. Sie können auch nachlesen, dass ein primäres Anliegen der amerikanischen Geopolitik darin besteht, eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, weil diese Zusammenarbeit den amerikanischen Einfluss in Europa wirklich dezimieren würde. Und in den 90er Jahren war die Zusammenarbeit recht gut zwischen Deutschland und Russland. Das wurde kaputt gemacht im Zug der Ukraine-Krise, aber das ist ein langes Kapitel, wie das kam, das ich aber auch anschneide in dem Buch. Und wenn Sie Brzezinski genau lesen, sehen Sie, dass die Grundvoraussetzung dafür, dass dieser eurasische Brückenkopf funktioniert, die Einstellung der deutschen Politik ist, und zwar in dem Sinne, dass sie auf die Durchsetzung nationaler Interessen verzichtet. Das sagt er auch einmal, ja. Dass sie die verzichtet, und zwar im Sinne der sogenannten europäischen Integration. Und die EU ist ja dann letzten Endes auch der verlängerte Arm der NATO. Ich meine, die Osterweiterung der NATO, die ja ein Grund für diesen neuen Kalten Krieg ist zwischen West und Ost, die ist ja weitgehend finanziert worden durch die EU und hier wiederum durch die deutschen Nettozahlungen. Das Hauptziel der Regierung Adenauer und der Regierungen in den 50er und 60er Jahren war, den deutschen Handlungsspielraum zu erweitern, mehr Rechte zurückzubekommen und natürlich auch das Besatzungsstatut zu beenden, was ja 1955 geklappt hat. Aber der Kampf um die Souveränität oder man könnte auch sagen Selbstbestimmung, der zog sich wie ein roter Faden durch diese erste Phase der Bundesrepublik Deutschland. Und seit 1990 läuft dieser Film rückwärts. Und es begann mit dem Vertrag von Maastricht, mit der Aufgabe der Deutschen Mark und der Entmachtung der Bundesbank. Und das war ja das vielleicht wichtigste Souveränitätsmerkmal, die Verfügung über die eigene Währung. Doch die Regierung in Berlin scheint sich bestens damit arrangiert zu haben, dass sie für gute Beziehungen zur befreundeten Führungsmacht USA auf einen großen Teil ihrer Souveränität verzichten muss. Das Resultat dieser vom Bürger entfremdeten Politik ist ein ohnmächtiger Wähler, der in ein vermeintlich wohliges Demokratiemäntelchen gehüllt ist. Schon seit Jahren bestätigen Umfragen, dass sich das Volk nicht mehr von seinen Volksvertretern repräsentiert fühlt. Auch zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr wurde das Volk nie befragt, jedenfalls nicht von der Politik.
abgesehen davon, dass die deutschen Truppen laut Grundgesetz nur zur Verteidigung der Bundesrepublik eingesetzt werden dürfen. Artikel 26. Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Ganz offen äußerte sich diesbezüglich der ehemalige Chef des österreichischen Verfassungsschutzes, Gerd R. Polly, in einem vielbeachteten Interview mit der Webplattform Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Zitat: Ich glaube, dass die Durchdringung von deutscher Politik und Geheimdiensten mit US-Interessenlagen inzwischen so stark ist, dass es schwer fällt, ein eigenes und unabhängiges außenpolitisches Interesse zu definieren, geschweige denn, dieses durchzusetzen. Nicht dem Willen des eigenen Volkes zu folgen, hat den Steuerzahler inzwischen bei 55 Auslandseinsätzen seit 1992 laut Verteidigungsministerium bereits 17,2 Milliarden Euro gekostet. Ganz zu schweigen von den über 106 Soldaten, die die Hörigkeit der deutschen Politik gegenüber den USA das Leben gekostet hat. Dass deutsche Interessen nicht identisch sein müssen mit amerikanischen oder irgendwelchen anderen, überfordert offenbar die Entscheidungsträger in Berlin. Oder, so Bandulet, es gibt seit 1990 so etwas wie einen geheimen Fahrplan für die deutsche Politik, der jenseits aller Verschwörungstheorien auf einer stillschweigenden Übereinkunft beruht. Ein Fahrplan, der seit der Wiedervereinigung sozusagen als Geschäftsgrundlage dient, an den sich Helmut Kohl auch durch die Zustimmung zum Euro gehalten hat, der von Gerhard Schröder eher widerstrebend akzeptiert wurde und dem Angela Merkel mit einer Beflissenheit folgt, die ihrer Politik den Geschmack von Außensteuerung verleiht. Die Kenntnis und Architektur des geheimen Fahrplans, an den sich die Bundesrepublik zu halten hat und offensichtlich gerne hält, verdanken wir einem Insider. Ja, Deutschland hat sich, die Bundesregierung muss ich sagen, hat sich nach der Wiedervereinigung mit dieser Rolle abgefunden. Also sie hat sie verinnerlicht. Ich zitiere in meinem Buch einen hochkarätigen Mann, und zwar den Botschafter Arnold, der nicht nur Botschafter war, also deutscher Botschafter in verschiedenen Ländern, sondern der war auch als Inspekteur des Auswärtigen Dienstes für die Ausbildung deutscher Diplomaten zuständig. Er hat denen beigebracht, wie sie ticken müssen. Und es ist ganz selten, dass ein Insider so offen spricht. Und ich zitiere ihn jetzt aus einem Beitrag in der Hamburger Zeit vom 18. Mai 1990. Die Überschrift hieß: Deutschland muss sich selbst entmachten. Und ein Zitat beispielsweise: Die Möglichkeit, wirtschaftliche Macht für politische Zwecke auszuspielen, wird es in diesem Europa für Deutschland nicht geben. Oder dann: Im eigenen Interesse und dem Europas wird Deutschland unter gesamteuropäischer Kontrolle, ne? Das ist nämlich der Zweck der EU, und Garantie zur militärischen Bedeutungslosigkeit schrumpfen müssen. Zitat Ende. Und dann ist interessant, die Initiative für eine solche dreifache Einordnung Deutschlands, also politisch, wirtschaftlich und militärisch, sollte von Deutschland selbst ausgehen, weil es die historische Aufgabe der deutschen Politik ist. Und jetzt kommt's. Aber auch um vorzubeugen, dass bei einer Lösung, die nur von außen käme, einem eventuellen nationalistischen Versailles-Komplex der Boden bereitet würde. Das heißt, die deutsche Öffentlichkeit darf nicht merken, was mit ihr gemacht wird. Ich meine, die mit Abstand folgenreichste Entmachtung war natürlich die Aufgabe der deutschen Mark. Aber das musste völlig anders verkauft werden. Ich meine, jeder in Paris und London und auch in den USA war sich klar, was hier gespielt wird. Es war einfach eine Selbstentmachtung Deutschlands, denn niemand hätte die Regierung Kohl zwingen können, diesen Maastrichter Vertrag zu unterschreiben. Es war eine Selbstentmachtung, aber es wird hier der dummen deutschen Öffentlichkeit völlig anders verkauft, und zwar als Großtat der europäischen Integration oder was noch übler ist, ne, als Friedensprojekt. Und natürlich lässt sich mit dem Etikettenschwindel Friedensprojekt die Transferunion besser vorantreiben. Gestützt wird all dies von den sogenannten Leitmedien.
Ganz vorne mit dabei der Axel Springer Verlag. Bis heute unterschreibt jeder Journalist bei Arbeitsbeginn die Springer Essentials. Klauseln, die schon aufgrund ihrer Formulierung dem Grundsatz eines unabhängigen Journalismus widersprechen. So verpflichten sich die Mitarbeiter von Bild und Die Welt ganz im Sinne der Atlantikbrücke zum unbedingten Eintreten für den freiheitlichen Rechtsstaat Deutschland als Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft und die Förderung der Einigungsbemühungen der Völker Europas, sowie der Unterstützung des transatlantischen Bündnisses und die Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Oligarchie, die Herrschaft der wenigen, sitzt somit bequem im Sattel. Die Demokratie, die Herrschaft des Volkes, ist geschwächt, ja sogar gefährdet. So schreibt es Bruno Bandolet in seinem Buch. Denn wirklich manipulierbar und beherrschbar werden die europäischen Gesellschaften erst sein, wenn ihre Homogenität und ihr sozialer Zusammenhalt zerstört ist. Ganz nach dem Motto: Teile und herrsche. Diese unheilvolle Lok ist von den Mächtigen der Welt zwar bereits aufs Gleis gesetzt und hat Fahrt aufgenommen, doch Bandolet sieht den Vorhang in dieser Tragödie noch nicht gefallen. Es ist ja so, es gibt ja diesen Klassiker Gaetano Mosca, italienischen Klassiker, der das Buch Die herrschende Klasse geschrieben hat. Und Gaetano Mosca, den finde ich wahnsinnig aktuell jetzt wieder, der sagt, dass jede Gesellschaft von einer herrschenden Klasse regiert wird und dass von einer Minderheit regiert wird und dass die große Mehrheit eben beherrscht wird, nicht wahr? Und dass es auch in Demokratien so ist. Und das stimmt natürlich im Fall der EU absolut. Das einzige Land, wo es so nicht stimmt, ist die Schweiz, weil dort das Volk ja direkt abstimmen kann und das Parlament überstimmen kann. Deswegen ist ja den EU-Eliten nichts mehr verhasst als eine Volksabstimmung. Das ist ja fast ein Sakrileg. Deswegen war die Empörung ja auch riesig, als die Engländer es gewagt haben, diese Abstimmung zu veranstalten. Ja. Es wäre ja ihnen nie im Traum eingefallen, die Deutschen abstimmen zu lassen, ob sie den Euro haben wollen. Das wurde ja alles natürlich, das kam überhaupt nicht in Frage. Aber dann sagt Gaetano Mosca, dass jede herrschende Klasse eine politische Formel benötigt, um sich zu legitimieren. Und dann sagt er, wenn diese politische Formel wankt und nicht mehr überzeugt und dann gerät auch die Herrschaft der politischen Klasse ins Wanken. Und an dem Punkt sind wir angelangt natürlich. Wir haben ein Parlament, ein europäisches Parlament in Anführungszeichen. Das Parlament spielt, das aber nicht mal ein Gesetz einbringen darf, auch kein Gesetz abschaffen darf. Ja, die Gesetze werden in Brüssel gemacht von den Ministern. Sie werden ausgearbeitet von der Kommission. Und was am schlimmsten ist, wir haben dann einen Europäischen Gerichtshof, also den EuGH, der sich seine Kompetenzen mit der Zeit selbst zugeschrieben hat und der auch willkürlich Recht spricht. Er hält sich auch nicht mehr an die Verträge. Nicht? Es verliert an Legitimität. Und die Idee von Leuten wie diesem unsäglichen Martin Schulz zum Beispiel, jetzt den Integrationskurs oder den Zentralisierungskurs noch zu verschärfen, die ist abenteuerlich und die wird sich auch nicht durchsetzen lassen, weil wir, aber das begreifen die nicht. Ne? Die Eurokraten begreifen es nicht, dass die Zeit gegen sie läuft und das tut sie neuerdings. Und wenn sie intelligent wären, würden sie sich zurücknehmen und Bürokratie abbauen und wieder mehr Rechte auf die Nationalstaaten verlagern. Wir kriegen dann ein Europa mit mehr Eigenverantwortung, mit weniger gegenseitiger Haftung, mit mehr Selbstständigkeit, mit mehr Wettbewerb. Also all das, was Europa früher stark gemacht hat. Die Chance besteht durchaus.